Albtraum geht weiter. Hier in der vierten Welt bei Donkey Kong Country Tropical Freeze. Und zwar mit Aqua Tuck. Das war Diddy. Ja, jetzt ist ein Lore-Level, das ist egal. Dass wir auch mal wieder anderen sehen als Dixie. Ja, willkommen zurück hier zu Donkey Kong Country Tropical Freeze im extra schweren Modus. Wir befinden uns, wie schon vorher gesagt, in der vierten Welt. Der meiner Meinung nach schlimmsten hier im extra schweren Modus, weil du so einfach sterben kannst. Lore-Level sind generell nervig, weil du einmal irgendwo gegenfahren musst. Irgendwo gegenfahren musst und du bist tot. Deshalb ist das besonders nervig und auch noch, weil du meistens unter Wasser bist in dieser Welt, was nochmal nerviger ist, weil du, wenn du einmal keine Luft hast, direkt ertrinkst und unter Wasser auch wesentlich schwerer steuern kannst. Also diese Kamerafahrt ist immer noch eine der besten. Ich habe nur so eine von hinten Ansicht. Und jetzt müssen wir ja noch die Schiene richtig auswählen. Ich erinnere mich an dieses Level, es war schrecklich, ich habe so lange gebraucht. Einfach weil es so verdammt nervig gemacht ist. Das war das O. Ich dachte, das wäre ein Puzzleteil gewesen. Naja, schade. Dann ist das hier schon der erste Tod. Mann, ich dachte, das wäre ein Puzzleteil gewesen, aber nein. Es ist das O und das brauchen wir. Puzzleteile sind egal. Kongo-Stamm brauchen wir. Ja, das ist ungünstig. Aber das konnte ich nicht wissen. Ich dachte wirklich, das war ein Puzzleteil. Na egal, wir probieren es nochmal. Bis jetzt gab es ja auch noch nicht allzu schweres. Bis zu dem Punkt, an dem ich vorher gestorben bin. Da ging es noch. Das Schwere kommt erst am Ende, wenn du dann ultra oft zwischen den Schienen hin und her wechseln musst. Dann ist es erst schwer. Aber ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde. Also ich will natürlich, dass ich schnell möglich abschließen, dass ich hinter mir habe, aber ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Kann ich eigentlich. Ah, okay, ich kann hier drüber. Ja, muss ich ja gar nicht Schienen wechseln. Es gibt hier nur ein Puzzleteil. Jetzt instant rüber. Das ging sogar. Das ging sogar. Dann. Hier muss ich jetzt nicht wechseln, oder? Hier muss ich nicht wechseln. Aber beim nächsten muss ich wahrscheinlich wechseln, oder? Ja, nein, muss ich gar nicht. Aber hier muss ich jetzt wechseln. Zweimal wechseln. Alles. Bis jetzt geht's noch. Da drüben wäre, glaube ich, auch nur ein Puzzleteil gewesen. Von daher können wir das einfach skippen. Und jetzt soll. Ah ja, diese Passage. An die erinnere ich mich auch noch. Da gab es irgendwo einen Ultra-Assi-Sprung, den ich nie geschafft habe. Genau den hier mit dem Hai. Aber jetzt habe ich ihn. Komm schon, das muss jetzt funktionieren. Ich erinnere mich nämlich an diesen Sprung. Ich habe den ewig nicht geschafft. Das weiß ich noch. Hier direkt rüber, direkt rüber. Dieses Puzzleteil war auch sehr nervig, weil du ultra schnell rüberspringen musstest. Aber das brauchen wir zum Glück nicht mehr. Jetzt sollte hier gleich das End kommen, hoffentlich, da ist es. Jetzt ist nur noch das G, jetzt kommt doch die schwerste Passage. Jetzt kommt gleich das... Ja, jetzt ist es jetzt schon... Ja, das ist jetzt das Schwerste. Du hast hier so viele Hindernisse, denen du ausweichen musst. Ich glaube, das G war relativ mittig. Also schaue ich, dass ich jetzt relativ mittig bleibe. Da ist das G. Rüber, rüber, Mitte, Mitte, Mitte. Schaut gut aus. Eigentlich diesen Sprung jetzt nicht verkacke, haben wir es. Okay, das ging doch ein bisschen sehr viel schneller als gedacht. Das war sehr viel schneller, als ich gedacht habe. Ich dachte, ich werde da ewig brauchen. Brauche ich aber anscheinend nicht, weil das war der zweite Versuch. Und natürlich alles mitgenommen. Das lief sehr viel besser, als ich erhofft hatte. Das kam überraschend. Aber gut, wir gehen direkt weiter zum nächsten Level. Ich weiß, kenne mich gar nicht mehr aus, welches das war. Aber ein Level, was ich noch auf mich vor allem fürchte, ist das, wo du unter Wasser diese Quallen dann hattest. Das könnte das sein, Aquamata. Das könnte das sogar sein. Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, das war das. Ah, das haben wir gesehen. Ich bin mal, das war das, aber das habe ich auch so gehasst. Nein, ah, das war das. Das ging auch klar. Das war das mit diesen fliegenden, keine Ahnung, was das war. Mit diesen Blitzen oder sowas, die irgendwas zum Fliegen bringen, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ging. Das ging klar, das mit diesen Stachelbällen dann hier, das war nicht so schlimm. Laut meiner Erinnerung. Okay, da unten haben wir das. Aber da war irgendwo ein Hai. Sobald ich ins Wasser falle, ist blöd, weil da unten Haie sind. Und Haie nerven verdammt und der hat mich fast getötet. Ah ja, und diese Unterwasserpassagen waren auch nervig. Die dann so angesaugt haben und beim zweiten Mal waren dann schon so Stachelfische. Ich weiß immer noch nicht, wie die heißen. Stacheligen Kugeln da. So warst du halt lebendig.
Nein! Der hatte den Helm, ich hab das nicht gesehen! Nein, ich hab nicht gesehen, dass der Typ einen Helm hatte. Na gut, dann sind wir doch schon tot. Ich hab das echt nicht gesehen. Ich hab grad da oben drauf geachtet, geschaut, dass ich gut auf dem lande. Habe ich gar nicht gesehen, dass der Typ einen Helm hatte. Kann ich eigentlich die Haie auch mit dieser Kanone anschießen? Ah, okay, bringt anscheinend nichts. Das hat anscheinend nichts gebracht. Aber bis zu dem Punkt war es eigentlich noch nicht so schwer, obwohl das auch schon wieder so verdammt knapp war. Hier warten wir jetzt kurz, bis die Plattform runterkommt. Perfekt. Dann hier der Hai. Das ist auch verdammt close mit dem Hai. Der hat mich vorher halt echt fast erwischt. Okay, diesmal merke ich mir, beide von diesen Pinguinen haben Helme. Der erste nicht. Die anderen zwei haben Helme. Da kann ich nicht mehr drauf springen. Da muss ich mir was anderes überlegen, wie ich da drüber komme. Okay, also wie gesagt, auf den kann ich drauf springen. Und schleudere mich hoch. Und perfekt. Okay, hier gibt es noch kein O, glaube ich. Also können wir hier mal ruhig weitergehen. Ich weiß gar nicht, wo das O ist. Ah, ich hab's gefunden. Hab's. Weiter geht's. Oh, da war, glaube ich, ein Herz drin, weil einfach nichts drin ist. Okay, der Hai ist mir jetzt erstmal egal, weil der springt zu spät rauf. Dann sind wir auch schon mit der Hälfte durch von dem Level, glaube ich, so ungefähr. Vom Gefühl her, und da kommt ein Hai raus. Wie genau hätte ich den jetzt sehen sollen? Wie genau hätte ich wissen sollen, dass der da rausspringt? Und nochmal alles von vorne. Ist das, was ich gesagt habe, mit Albtraum am Anfang? Kommt hin, oder? Kommt richtig gut hin. Das trifft in dieser Welt vollkommen zu. Die erste Welt. Ja gut, die erste Welt war gefühlt auch Albtraum, so oft ich da gestorben bin. Aber zweite Welt ging auch klar. Zweite Welt habe ich fast komplett gefirst tried. Dritte Welt war auch in Ordnung, aber jetzt. Jetzt geht's los. Vierte Welt, vierte sind wir. Fünfte, glaube ich, ist auch nicht so schlimm. Wobei du halt auch manche Unterwasserlevel hast, die schon verdammt nervig sind. Aber glaube ich, ist das war jetzt auch nicht so schwer. Die ging auch relativ flott. Also die einzige Welt, die ich wirklich schlecht in Erinnerung habe, war wirklich die vierte. Die sechste ging auch klar. Da habe ich für manche Level auch lang gebraucht, aber manche gingen ganz flott. Von daher ist die vierte Welt echt die schlimmste, weil ich glaube, da habe ich für jedes Level mindestens 15 Minuten gebraucht. Manche sogar noch länger. Also das ist wirklich die schlimmste Welt, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und das heißt schon was. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen. Hier sind jetzt, glaube ich, schon diese Stacheln. Ja, das sind sie, wie angekündigt. Aber das können wir mit Dixie einfach durchschwimmen und das relativ gut sogar. Perfekt! Ich habe komplett vergessen, dass ich damit Dixie gegensteuern konnte. Okay, hier muss ich jetzt auch aufpassen. Nehmen wir das N. Danke. Gleich haben wir es, wir sind gleich durch. Hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht gegen dieses Eulenviech mit Feuer rundherum fliege. Aber sonst ist alles gut, wir haben es gleich. Ich weiß das. Das G war auch relativ einfach zu holen. Solange ich jetzt hier nicht sterbe, sollten wir es geschafft haben. Das tun wir nicht. Ah ja, das gibt's noch. Aber das war jetzt auch nicht so schwer. Und hier haben wir das G und that's it. Gib das Ding bitte nochmal hoch. Perfekt. Ging auch. Na gut, das war eher einfacher. Aber es ging von der Zeit her. Direkt weiter. Aber jetzt werde ich das Schatzkist-Level hatte ich auch in schlechter Erinnerung, weil da so viele Haie waren. Da muss ich auch eigentlich eh nur durchrushen, aber das waren so viele Haie, das wird auch schwer. Das ist auch, das wird auch ein nerviges Level. Poco Loco Labyrinth, da werden wir auch wieder Dixie, oder? Nehmen wir da Cranky mal. Dann können wir die Haie vielleicht schlagen. Ich nehme mal Cranky, sicherheitshalber. Ich weiß nicht ganz, wie, ob ich die Haie schlagen kann, ob ich die da auch töten kann, aber man kann es ja mal probieren. Wenn ich dann eh keinen Ausweg mehr habe, kann ich immerhin das probieren. Genau, da gab es dieses ultra nervige Puzzleteil, ich weiß schon, wo du da am Anfang hoch musstest. Oh, ich hab's sogar geschafft. Das war nicht mal geplant jetzt. Naja, kann ich mitnehmen. Dieses Puzzle, was ich ultra lang nicht gefunden habe. Und jetzt kriege ich es first try hin. Läuft. Hat's ultra lang gebraucht. Der Papagei musste mir dann sogar helfen. Aber jetzt haben wir es. Ich glaube, der erste Schlüssel war oben. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, wo alles war. Und dann da oben links. Da ist auch schon der erste Hai. Der mich hoffentlich nicht trifft, oder nicht? Ich glaube, hier war der. Ja, hier war der erste Schlüssel.
Problem ist nur, ich habe fast keine Luft mehr und muss mich jetzt beeilen. Luft, Luft, nice, 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 nice. Gib mir die Luft, gib mir die Luft, nice. Okay, jetzt nehmen wir das hier mit. Grüner Schlüssel. Grüner Schlüssel war, glaube ich, auch noch oben. Und zwar diesmal geradeaus durch. Wenn ich mich nicht komplett irre. Müsste das jetzt hier geradeaus durch sein. Nein, das... Ah doch, da ist dann das Ende. Aber ich glaube, hier unten war der grüne Schlüssel. Ja. Wieder Luft. Ah nein, gib mir den Schlüssel noch. Blauer Schlüssel. Blau weiß ich nicht mehr ganz, wo der... Ah, ich weiß, der war irgendwo im Grund. Der war unten, glaube ich. Komme ich da ohne Dicks überhaupt hin? Oder war der da oben? Der war da oben, oder? Oder war der gerade... Ich glaube, der war da oben. Ich glaube, der war da oben drin. Nein. Nein. Ich bin mir an, der war irgendwo hier. Oder wo komme ich hier hin? Ja, da war er. Ich wusste gleich, dass ich da ohne Dixie auch durchkomme. Ich dachte, da brauche ich Dixie dafür. Warte, jetzt sieht das nicht. Goldener Schlüssel. Jetzt nur noch hier durchkommen, ohne getroffen zu werden. Schaffen wir das mit dem First Try? Das wäre natürlich genial. Wenn wir das mit dem First Try hinkriegen würden. Weil jetzt kommen nämlich immer mehr Fische. Und jetzt wird es langsam nervig. Der war jetzt wieder oben. Warte, ist da noch Luft? Ich brauche unbedingt Luft. Ich brauche unbedingt Luft. Komm ich da raus? Ja. Okay, neue Luft. Mit neuer Luft direkt zurück zum Ende. Das könnten wir echt mit dem ersten Versuch packen. Das wäre natürlich genial, wenn wir das schaffen. Weil daran hätte ich nie im Leben geglaubt. Komm schon. Gerade durch. Gib mir neue Luft. Neue Luft bitte. Hier um den Fisch vorbei und dann gerade durch. Aber da ist jetzt ein Hai. Und dieser Hai ist nervig. Ist verdammt nervig. Kiste öffnen. Ich glaube, ich schwimme sicherheitshalber noch eine Runde, weil ich weiß nicht, ob der da weggeht. Wir schwimmen jetzt noch eine Runde. Auf, ich glaube, ich hätte da Luft mitnehmen sollen. Ah, okay, hier ist noch eine. Ganz vorsichtig spielen wir das. Ganz vorsichtig. Okay, diesmal hier hoch wieder. Hier den Gang entlang, wieder neue Luft mitnehmen. Hier entlang. Dann hier einfach rüber. Perfekt. Und hier wieder rein. Hier wieder neue Luft mitnehmen, obwohl ich fast voll bin, aber das ist egal. Bin hier wieder rein. Okay. Wir schaffen das. Ich glaube dran. Hier wieder vorsichtig auf, wieder aufpassen. Okay. Wir haben noch sehr gut Luft. Aber ich werde hier trotzdem nochmal neu mitnehmen. Hier gehen wir diesmal oben rum, weil ich keine Lust habe, dass mich der trifft. So, perfekt. Und jetzt sind wir wieder hier. Einfach schnell den lilanen Schlüssel mitnehmen und zum Ende schwimmen. Wir schwimmen sicherheitshalber noch eine Runde. Ich will jetzt echt nicht sterben. Ich glaube, das merkt man auch. Jetzt schwimmen wir lieber noch eine Runde. Komm, schnell, schnell, schnell. Okay, das war verdammt riskant. Das hätte ich lassen sollen, aber ich lebe noch. Das war verdammt riskant. Hier wieder neue Luft mitnehmen. So, haben wir. Hier durch. Hier wieder durch. Okay, jetzt sind wir wieder am Anfang. Hier nehmen wir nochmal neue Luft mit. Ich spiele das ultra safe. Okay. Hier durch. Dann hier wieder aufpassen. An dem Kugelfisch vorbei. Und auch an dem vorbei. Dann hier wieder frische Luft mitnehmen. Hier wieder oben drüber. Alles gut, okay, okay. Geh rein da! Holy shit, hat mich der Hai jetzt getötet. Hier gehen wir diesmal unten durch. I think that's it. Ich hoffe, da kommt nichts mehr. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Oder? Hier ist neue Luft. Brauchen wir. Das geht. Ich hab das endlich. Wo war das verdammte End? Ich hab das End nicht.
Ich hab so perfekt gespielt. Und dann habe ich das Ende einfach nicht. Nein. Ich habe darauf gar nicht geachtet, auf die Buchstaben. Ich habe alles so perfekt gespielt, dann habe ich das verdammte Ende nicht mitgenommen. Nein. Das kann's doch nicht sein. Alles so perfekt gemacht und dann einfach das Ende vergessen. Das kann es doch nicht sein. Aber das Level spiele ich nicht nochmal. Zumindest nicht mit euch. Das werd ich dann später reinschneiden. Ich spiele das jetzt nochmal, aber ihr werdet es nicht nochmal sehen. Ich sag, das Ende wird nachher reingeschnitten dann. Gegen Ende. Ich werde das wahrscheinlich einfach irgendwo mit einer Transformation reinschneiden und wir sehen uns, wenn ich es gefunden habe. Okay, hier kommen wir auch hierher. Aber hier ist keinen, oder? Ne, hier ist keinen. Ich weiß nicht, wo das Ende ist. Ich habe keine Ahnung, wo das Ende ist. Ich habe doch eigentlich... Ah, da unten. Das Ende ist da unten. Da war das... Nein, ich habe den Schlüssel nicht. Und zwar da drüben. Tiefseetourismus. Und ich glaube, das ist dieses Level, was ich vorher schon erwähnt hatte. Das ist dieses Unterwasserlevel, wo du diese Quallen hast und diese Stäbe da, die sich so bewegen. Ihr wisst, was ich meine, das ultra dunkel ist. Genau das ist es, dieses verdammt nervige, ätzende Level. Was ich vorher schon erwähnt habe. Ist doch schön zu hören. Freut mich. Ja, das ist es. Genau dieses Level habe ich gemeint. Mit diesen Stäben da oben, seht ihr sie? Die so... Hier muss ich jetzt... Ich brauche keine Puzzleteile, aber ich muss umso mehr aufpassen, dass ich... keinen Kongo-Stamm hier vergesse und nicht sterbe vor allem. Bis jetzt alles irrelevant, glaube ich zumindest. Ich darf nur keinen Kongo-Stamm vergessen, sonst ist alles egal. Hier müsste jetzt eigentlich, glaube ich, schon langsam das K auftauchen. Sonst habe ich, glaube ich, schon was vergessen. Da komme ich durch, da komme ich durch, da komme ich durch. Wo ist das verdammte K? Das muss irgendwo sein. Nur ein Puzzleteil gewesen, das weiß ich. Habe ich schon was vergessen? Das war, glaube ich, schon der erste Checkpoint. Habe ich wirklich schon was vergessen? Und ich glaube, da hinten kommt das O. Wenn ich mich nicht ganz irre, da ist das O. Ich habe was vergessen. Die Frage ist nur, wo? Das ist immer das Blöde, wenn du was vergessen hast, du weißt nicht, wo. Okay, wir schwimmen alles wieder zurück. Hier durch, hier durch, hier durch. Hier durch. Aber jetzt kommen mir die Fische immer entgegen. Hat auch was Positives. Es ist nämlich fast immer hell. Hier ist schon mal nicht. Das muss bevor hier irgendwo. Ja gut, wir sterben da jetzt noch einfacher. Alter, es gibt. Die K-Buchstaben liegen auf dem Weg und ich hab's geschafft, die zweimal zu vergessen. Ja gut, beim Labyrinth-Level ist das was anderes, aber hier. Ich hasse, genau das habe ich gemeint, diese scheiß Quallen. Ich krieg das nicht hin. Das kann doch nicht sein. Ist der Kombo-Stabe so versteckt oder bin ich so blind? Oder ist der da unten? Oder ist er da oben irgendwo drin, maybe? Da oben. Ah, der war, aber der war versteckt. Der lag niemals auf dem Weg, der war versteckt. Das war schon wieder knapp. Muss wieder mehr aufpassen. Aber ich mag die Musik immer noch. Die ist mir im Kopf geblieben. Die ist irgendwie so beruhigend. Das passt überhaupt nicht zur Welt. Die ist so komplett beruhigend, weil die Welt so komplett anders ist. So verdammt nervig und... das passt dazu überhaupt nicht zur Welt. Die Musik. Die Welt ist so richtig nervig aufgebaut. Manchmal ausrastest und die Musik ist so ganz beruhigend. Passt so überhaupt nicht zu der Welt. Und ich habe jetzt gegen Ende des Spiels gelernt, dass man mit A langsamer schwimmen kann. Man kann nicht immer nur so ultra mit der Drehung, ultra Speed haben, sondern einfach mal mit A ganz leicht schwimmen. Das lerne ich zum Ende des Spiels. Ich weiß nicht, wie viele unter Wasser. Man kann normalerweise nur so. Ich hoffe, da durfte ich sein, ja. So ultra schnell, aber du kannst jetzt auch mit A. So ganz leicht. Was ich meine?
Das lerne ich gegen Ende des Spiels. Ist schon ein bisschen traurig. Das macht das Navigieren unter Wasser natürlich wesentlich einfacher. Weil du schon schnell bist, aber nicht so schnell. Und dann schon noch bremsen kannst. Okay, ist doch safe jetzt irgendwo das N, oder? Da oben? Nee. Okay, doch, nee, ich teile mich hier. Da unten ist Wasser. Ich brauche unbedingt wieder Luft. Das ist Wasser. Wie komme ich auf Wasser? Geh jetzt hier mal durch. Das könnte eine Fehlentscheidung gewesen sein, weil ich nicht mehr zurückkomme. Heißt, wenn ich jetzt das N noch nicht habe, weil das N jetzt schon war, kriege ich es nicht mehr. Das N muss doch irgendwo hier sein. Oder? Ich habe Angst, dass... Ah, da oben ist das N. Okay. Passt. Ich bleibe jetzt hier oben, bis die erstmal vorbei sind. Dann schnappe ich mir neue Luft. Und hier durch. Da ist Dixie auch gut, weil Dixie natürlich wesentlich schneller schwimmen kann mit ihrer Beschleunigung. Weißt du, was ich meine? Schnell, 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 schnell. Okay, passt. Hier durch. Sehr schön. Jetzt darf ich nur nicht mehr beim G verkacken. Weil das G, weiß ich, das war nervig. Weil du da auch so eine Passage hattest, wie jetzt gerade beim N. Oh, okay. Ah ja, stimmt. Zuerst kam das noch. Aber dann kam auch noch so eine Passage, wo du dann durchschwimmen musstest. Ihr wisst, was ich damit meine. Ihr werdet es dann eh sehen. Das hier. Genau das hier. Und mit Dixie geht das einfacher. Nein! Nein! Wieso nimmt er das nicht andersrum? Wieso muss ich da genau in die richtige Richtung schwimmen? Natürlich sterbe ich wieder beim letzten Hindernis vom Ziel. Ist ja der Klassiker. Das Spiel findet das lustig. Dann darf ich alles neu spielen. Das Spiel, ja, das, wie gesagt, das findet das lustig. Es macht ihm Spaß. Ich finde das nicht lustig. Ich glaube, ihr findet es auch nicht toll, wenn ich fünfmal dasselbe Level spiele. Was der Versuch war so gut, alles lief so gut. Alles lief so gut und jetzt das. Ja, wie gesagt, das Spiel findet sowas lustig. Ich nicht. Ich darf jetzt alles, das was ich vorher gemacht habe, darf ich jetzt nochmal machen. 1:1, genau gleich. Nur weil das Spiel gesagt hat, nee, der ist von der anderen Richtung gekommen. Das zählt so nicht. Du musst doch schon von der richtigen Richtung kommen. Also das verstehe ich nicht, warum ich das von der anderen Richtung nicht betätigen kann. Weil das wäre sich nicht ausgegangen, ich musste nochmal umdrehen. Wieso hätte ich das nicht umdrehen dürfen? Wieso hat das Spiel das nicht toll gefunden, dass ich da umdrehe? Verstehe nicht. Dann wäre das Level mich los. Die Quallen können hier wieder in Ruhe schwimmen, ohne dass sie Angst haben, dass sie mich treffen. Mir geht's auch gut, ich bin dann im nächsten Level. Aber nein, das Spiel denkt sich, nee, das können wir so nicht machen. Können wir so nicht machen. Hier ist noch angenehm. Aber wir haben es jetzt, glaube ich, eh schon bald. Langsam habe ich den Dreh raus, ich das Level spielen muss. Und korrigiere es, das mit diesen Schockstäben, das war aus einem anderen Level. Ich dachte nur, das wäre das, aber anscheinend ist es das doch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was es war. Aber es war ein anderes. Weil das ist es nicht. Hier wieder durch. Auch noch klar, hier geht es jetzt doch noch nicht an die Luft. Hier geht es jetzt noch dadurch zuerst. Neue Luft. Und jetzt hier durch. Und dort nimmt das Fass rein. Durchschießen durch alles und dann sind wir jetzt eh schon bald wieder dort. Bei dieser Passage. Das, aber was heißt bald, das seht ihr nicht. Nein, zuerst kommen noch diese leuchtenden Fischkreise da. Dann sind wir erst dort. Jetzt kommen genau diese Fische hier. Die Leuchtfische. Wo sind sie? Da oben sind sie. Kommen jetzt und machen hier ein bisschen Licht, damit diese Quallen oder was auch immer das für Teile sind, verschwinden. Das hier schön verschwindet. So. Jetzt. Versuchen wir es nochmal. Na
manchmal beim G knapper vorbeischwimmen und dann geht sich das auch aus. Ist hier nicht mehr failen und das tun wir auch nicht. Dann haben wir das nächste Level. Wunderbar. Wirklich gut lief das jetzt nicht, aber zumindest der letzte Versuch war gar nicht so schlecht. Immerhin etwas. So, ich glaube, ein Level geht, sollte sich noch ausgehen. Das machen wir jetzt noch. Ein Level geht noch. Und zwar das Tintenfisch, dieser Kraken-Level Tentaklos. Auch ein verdammt nerviges Level, wie gesagt, die ganze Welt ist nervig. Aber wir sollten das eigentlich hinkriegen. Das war, glaube ich, im Vergleich zu anderen Leveln nicht so schwer. Also sollten wir das hinkriegen. Schauen wir mal. Vielleicht übersehe ich ja wieder das N. Das triggert mich immer noch, dass ich da einfach das N übersehen habe. Es ist so offensichtlich versteckt gewesen, aber ich habe es einfach übersehen. Ich war gerade so im so verdammt konzentriert. Ja, das war das mit diesen Unterwasserminen. Dass der Tentakel die nicht auslöst, aber wir, das macht auch noch immer keinen Sinn. Wir lösen die nicht aus, aber der Tentakel, der fünfmal größer ist, löst sie nicht aus. Überhaupt keinen Sinn, aber egal. Hier müssen wir natürlich aufpassen. Eine zum Explodieren bringen. Dann gehen alle hoch. Da oben geht's rein, aber ich glaube, ja, da ist das K. Aufpassen. Genug Abstand halten. Wie genau, achso. Ich kann fragen, wie genau ich da durchkommen soll. So. So, hier sind wir mit Dixie natürlich wieder im Vorteil. Da kommen wir durch, da kommen wir durch, ohne Probleme. Ohne Probleme würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind durchgekommen. Hier müsste jetzt eh schon bald das der nächste Kong-Buchstabe kommen. Und da ist auch schon. Er bringt uns jetzt auch schon in die Höhe, oder ja. Aber das Ende war da verdammt nervig, das weiß ich noch. Komm, schneller. Ich habe keine Luft mehr. Gib mir Luft, Bro. Gib mir Luft. Ich habe die Luft. Ja, das hier ist halt verdammt assi. Das nur mit einem Leben zu machen. Geisteskrank. Ja, jetzt muss ich warten hier auch noch. Ist klar. Hab ich schon den Kombo-Stamm vergessen? Nee. Nein, nicht. Da ist das O. Holy shit, ist das geisteskrank. Das darf ich jetzt ohne Tod machen. Ohne Treffer sogar. Ah, okay, da unten ist ein Puzzleteil drin, das kann ich skippen. Wie soll ich denn das ohne Treffer machen? Ich weiß... Ja, come on. Also, ganz ehrlich, das kannst du doch nicht wissen. Das kannst du doch nicht wissen. Ach Mann, ey. Ich bin schon wieder gestorben. Sorry, ich lasse mal explodieren. Da kommen wir dann nämlich leichter durch. Dieses Level ist auch so nervig. Überlegt, wieso ich das jetzt angefangen habe, weil ich weiß, das wird ewig dauern. Sich in diesem Part definitiv nicht mehr ausgehen. Zumindest ohne, dass ich schneide, wird sich sicher nicht ausgehen. Weil das Level alleine schon so lange braucht. Ja, aber wie gesagt, das ist der Albtraum der vierten Welt. Wie alles verdammt nervige Unterwasserlevel. Ich hasse generell schon Unterwasserlevel, da muss man die ganze Welt draus machen. Und dann auch noch so nervige Gegner einbauen. Verdammt nervig. Kann ich jetzt eigentlich eh wieder ein bisschen schneller durch. Hier weiß ich ja schon, wo die Stacheln sind. Wo ich nicht hinschwimmen darf. So, da wären wir schon wieder. Komm, schneller. Wie kann seine Hand schon so weit oben sein? Wenn sein Körper noch so weit unten ist. Auch so ein kleiner Fehler. Luft, ich brauche neue Luft. Hoch, 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 hoch. Hoch. Jetzt muss ich hier schon wieder warten. Bad Timing.
Habe ich erwischt anscheinend. Okay. Ein bisschen gechillter. So, durch da. Hier habe ich gelernt, aufpassen, nicht so schnell sein. Wenn da irgendwas Brüchiges ist, wird das von Tentakel rauskommen. Aber ganz ehrlich, das kannst du nicht wissen. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass da jetzt so ein Tentakel rauskommt? Gar nicht. Das hätte ich nicht wissen können. Hier da unten ist auch schon einer. Vorne ist das N. Auch verdammt nervig zu holen. Mit diesen ganzen Fischen. Die werden wir einfach systematisch einen rausholen. Und uns dann langsam das N krallen. Okay, was passiert hier? Okay, er hat nur zwei Tentakel, da kommen wir aber locker durch. Da oben wäre jetzt noch ein Checkpoint gewesen, aber nee, in dem Modus leider nicht. Und jetzt kommt das grande Finale. Der allerschwerste Part des gesamten Levels. Da drüben ist das G, das brauchen wir natürlich. Holy shit, das ist wieder so knapp. Diese Moves sind halt so asozial, weil ich das nicht wissen kann. Kann man nur beim zweiten Versuch wissen und ich bin noch im ersten. Zumindest der Part ist noch im ersten. Ja, das ist es halt genau. Ich weiß nicht, wie die fliegen. Ich muss schnell sein und weiß nicht, wo die hinfallen. Das kann es doch nicht sein, ey. Wieder so verdammt nervig und wir sind schon so spät, so werde ich das jetzt reinschneiden müssen. Dann sehen wir uns wieder, wenn wir bei dieser Passage sind. Ja. Falls ich dort mal wieder hinkomme. Und das werde ich mir jetzt zur Nutze machen. Und dann mit der steuern. Das sollte dann wesentlich einfacher gehen. Okay, jetzt warten wir erstmal, bis der da fertig ist mit seinen Tanzbewegungen. Und gehen dann mitten darin durch. Okay, wir sind eh schon wieder dort bei der finalen Passage. Okay, hier A-Taste. A-A-A. Manche Gradlinien, wo ich weiß, dass ich geradlinig schwimmen kann, nehme ich dann auch die X-Taste, weil die schneller ist. Alles schön und gut, aber niemals so schnell wie X. Aber da ich hier mehr aufpassen muss, wird es jetzt die A-Taste. Fast keine Luft mehr. Wie lang ist der Dreck? Alter, Junge, ich brauche nur Luft. Okay. Ich meine, das gönnt er. Oh, fuck, 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 fuck. Hoch. Ja, 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 ist gut, ist gut. Bitte lass das sein, lass das sein. Bitte, bitte. Das muss es gewesen sein. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, muss ich jetzt nur noch diese Bomben kaputt machen. Oh, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, das war's. Wir haben es. Finally. Das am Ende ist krank, wenn man das beim ersten Versuch schafft. Und ich habe sogar, ich hatte gerade kurz Angst, dass ich nicht alle Kongo-Staunen dabei hatte, aber ich habe alles. Das ist krank am Ende. Das kann man nicht beim ersten Versuch, auch nicht beim zweiten. Das musst du öfter spielen, damit du das hinkriegst. Aber somehow habe ich es geschafft. Damit jetzt kann ich hier auf die Statistik schauen. Damit fehlen uns in dieser Welt nur noch 1, 2, 3, 4 Level. Und dann ist es endlich vorbei. Diese 4 Level gibt's aber im nächsten Part. Lasst dafür gerne ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.